und macht ihn unvollbändig. Edison-Rekord. Oh, moin, Herr Neumann. Nanu, wie geht's Ihnen denn? Ah, danke. Geht auch, Herr Müller. Haben Sie schon die neuesten Karlauer gehört? Karlauer, Nanu, was ist denn das? Der Karlauer, das ist Witze. Ach, dann schießen Sie mal los. Also, die Soldaten, die dürfen jetzt nicht mehr durch die Straßen blasen. Na nun, schon wieder eine neue Verordnung. Ja, durch die Straßen nicht, aber durch die Trompeten. Oh, das war ein ganz toller. Nee, sagen Sie mal, wer waren die glücklichsten Eheleute? Na, wer denn? Adam und Eva. Na du? Wieso denn? Na, die hatten noch keine Schwiegereltern. Ganz gut, ganz gut. Sie, das lassen Sie ja nicht meine Schwiegermutter hören. Die hat nämlich ein paar Hände, die hält zwei Kommissbrote in jeder Hand. Und dann bringt sie noch Paar oder Unpaar. Jetzt will ich Ihnen noch sagen. Sagen Sie mal, welches Tier hat die dümmsten Eltern? Na, welches denn? Das Kalb. Weshalb? Na, der Vater ist ein Ochse und die Mutter ist ein Rindvieh. Aber mit wem war denn schlecht Skat spielen? Na nun, mit wem denn? Na, mit Professor Schenk. Der hatte doch die Jungs immer in der Hand. Ah, oh, das ist sehr gut. Sehr gut. Aber noch eher, noch eher. Mit was kann denn eine alte Frau, die bloß noch einen Zahn im Mund hat, viel Geld verdienen? Na nun, mit was denn? Na, mit Löcher im Schweizer Käse beißen. Ruhig nochmal. Jetzt bin ich wieder dran. Sagen Sie mal, wer hat die besten Anlagen zum Skatspielen? Na, wer denn? Na, Flo. Wieso? Na, der sticht Buben, Damen und Könige. Und noch eben, weil wir gerade beim Flo sind. Warum hat der Flo so einen großen Stachel? Na, wohlst du denn? Damit, wenn er am Buckel runterrutscht, gut bremsen kann.